bleiben wir total unter unseren Möglichkeiten, weil wir haben ja den Stempel, wir sind behindert. Zuckertankies, Folge 303. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Eubos. Spezielle Pflegeprodukte für diabetische Haut. Mehr Infos unter eubos.de. Hallöchen, meine lieben Zuckertankies da draußen. Meine heutige Leitung geht einmal in das schöne Düsseldorf und in die Richtung von Kassel. So, weil ich diesen einen Ort schon irgendwie schon wieder vergessen habe. Auf jeden Fall Kassel. Kassel kennt ja jeder. Oder Kassler. Nee, Kassel. Kommt eigentlich Kassler aus Kassel? Das müssen wir vielleicht gleich mal klären. Und zwar habe ich heute die liebe Verena und die liebe Katja wieder zu Gast bei meinem Podcast. Wir hatten erst vor kurzem das Thema Diabetes und Depression. Und ja, da gibt es so ein bisschen so Geschichten, bin ich krank, bin ich nicht krank, was macht der Diabetes an sich, warum haben wir Depressionen? Und irgendwann sind wir auch irgendwo mal, glaube ich mal, um das Thema Schwerbehindertenausweis mal gekommen, gestriffen oder wie man das ja so sagt. Macht euch einen Satz raus. Ich hole jetzt erstmal meine zwei Damen ins Studio. Hallöchen Verena, hallöchen Katja. Ja, hallo Sascha. So, ich verwirre mich wieder selber, aber das finde ich auch schön. Hallo Sascha, danke für die Einladung. Es ist immer wieder schön, bei dir im Podcast zu sein. Ja, ich denke, bald machen wir einfach mal irgendwo ein Studio auf. Das ist eigentlich auch schön. Ja, also da kann ich mich ja dann glücklich schätzen, mit zwei Frauen in einem Studio eingeschlossen. Das finde ich ganz cool. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Aber ihr wisst, was ich meine. Verena Kassler aus Kassel? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Kann ich dir auch nicht beantworten. Nee, müsste ich selber googeln. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja klar, Kassler kommt aus Kassel, was hast denn du gedacht? Logisch. Aber darüber wollten wir ja gar nicht reden. Man könnte ja eigentlich schon echt denken, er sagt, okay, der hat echt eins an der Klatsche, aber nein, er hat nur Diabetes. Aber ist auch ganz nett. Thema Schwerbehindertenausweis wollten wir mal reden. Und deswegen habe ich euch zwei Damen ja wirklich perfekt an der Hand. Ne? Die Katja aus der klinischen, die Verena aus der psychologischen und ich als Leidtragender. Habe wieder gedacht, das ist immer ganz gut. Warum, mache ich jetzt mal die Pauschalaussage, heißt das Ding überhaupt für uns Diabetiker Schwerbehindertenausweis? Streitet euch, wenn ihr wollt, wer anfangen möchtet. Also Sascha, ich würde sagen, da dürftest du uns nicht zu einladen, sondern müsstest die befragen, die sich das Wording ausgedacht haben. weil wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Ich arbeite ja seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen und den Familien mit Diabetes. Und an dieser Stelle sei mal gesagt, ich finde Menschen mit Diabetes alles andere als schwerbehindert. Ich stimme zu, dass es mehr Herausforderungen im Leben gibt, aber eine Schwerbehinderung ist das für mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen unterwegs bin, ich vergesse eher, dass sie den Diabetes haben als die. Also für mich ist das irgendwie, hat null mit Schwerbehinderung zu tun. Und ich finde es total interessant, weil wir gerade jetzt in einer Zeit leben, wo es ja viel um Wording geht. Und wir haben uns, glaube ich, schon mal unterhalten, über Language Matters, Konsensuspapiere zu Sprache und Diabetes. Und da sind Wörter wie Patient, wie Teststreifen, wie Diabetiker, die darf man oder soll man nicht mehr benennen, weil die negativ behaftet wären. Und dann behalten wir Wörter wie Schwerbehindertenausweis bei. Also für mich ist das tatsächlich absurd. Ich könnte dir nicht sagen, wer sich das ausgedacht hat. Und meiner Meinung nach gehört der Begriff auch tatsächlich geändert, weil es ist letztlich ja ein Ausgleich, der jemandem zusteht, der mehr Herausforderungen hat. Und von der Seite finde ich es auch gut, dass es diesen Anspruch gibt, denn Familien von Kindern und Jugendlichen werden dem zustimmen. Also gerade auch bei Kindern und Jugendlichen ist es ja einfach ein enormer Mehraufwand. Erwachsene mit Insulinpflichtigkeit, Typ-1-Diabetes, du weißt das selber, das sind so viele Entscheidungen, die du mehr treffen kannst. Und da finde ich es völlig adäquat, dass man da auch vielleicht in gewisser Weise einen Ausgleich bekommt. Allerdings finde ich halt, Schwerbehinderung wird dem überhaupt nicht im Ansatz gerecht, weil das ist es in meinen Augen nicht. Ich sehe es ja vom Wortlaut genauso, weil ich ja wirklich nichts, also ich sage ja nie, ich habe eine chronische Krankheit. Das ist ja, also wenn mich irgendeiner fragt, Diabetes, erzähl mal was drüber, diese Satzstellung, ja, das ist eine chronische Krankheit, kommt bei mir, also allein jetzt schon merke ich, dass ich mich anstrengen muss, weil ich das nicht mag, dieses Wort Krankheit. Krank bin ich wirklich, wenn ich im Bett liege und hier nicht mehr aufstehen kann, weil ich halt einen Schnupfen habe, so eine Männergrippe. Dann
kann ich, dann bin ich krank. Aber als Typ 1er, ich habe mich heute mit einer unterhalten, mit einer Freundin, über die Saison, was machen wir an Triathlon? Wäre ich krank? Fragezeichen. Ja, und das zeigt ja wieder, es ist halt nicht das, was draufsteht. Also das Label passt nicht zum Inhalt in dem Fall, würde ich sagen. Weil, haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, der eine liegt im Bett, fühlt sich total grippig und würde sagen, oh, ich bin total behindert, heute geht gar nichts. Und ein anderer, der hat eine Erkrankung und sagt, also für mich ist das keine Erkrankung, so wie du ja auch. Es ist halt eine besondere, ich sag mal, zusätzliche Herausforderung, die du meistern kannst. Und natürlich ist Diabetes was zumindest in der heutigen Zeit erstmal zumindest Typ 1 Diabetes durch die Autoimmunerkrankung chronisch ist, weil wir noch kein Mittel haben, um es vollständig zu heilen. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, was du draus machst. Also willst du wirklich glauben, du hast einen Schwerbehindertenausweis, oder willst du glauben, du hast einfach ein Stück Papier, was dazu führt, dass zum Beispiel gerade Familien von Kindern und Jugendlichen jetzt einen jährlichen Pauschbetrag von 7.400 Euro absetzen können, solange das eben beim Versorgungsamt mit Hilflosigkeitsstatus H über Einkommensteuergesetz absetzbar ist. Also das ist ja schon ein Vorteil und deshalb ist es auch gut, es zu kennen. Aber die Frage ist, was willst du darüber denken? Also denkst du, es ist halt ein Ausgleich, oder denkst du, es ist wirklich ein Label, ich bin jetzt schwerbehindert. Verena, wie siehst du das aus psychologischer, psychotherapeutischer Sicht? Danke für die Überleitung. Genau die Frage wollte ich dir jetzt stellen. Ja, perfekt. Ich wollte mich auch gerade einklicken, genau, weil aus psychologischer Sicht würde ich auch sagen, es ist halt einfach der Begriff, der mich stört. Also es geht ja gar nicht jetzt um den Ausgleich. Der ist ja nachvollziehbar. Und wie du auch schon sagst, Katja, so, also wenn du jetzt da die Familien hast mit den Kindern und die haben Diabetes und dass da irgendwie so eine Art, nennen wir es mal Nachteilsausgleich stattfindet, das ist ja alles gut und schön, aber dass man es so nennt, ist ungünstig, weil letztendlich ist das nicht zu unterschätzen, was Sprache mit uns macht. Und ich war noch nie ein Fan von diesem Begriff Behinderung an sich, weil Behinderung ja schon impliziert, dass ich weniger kann als andere. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal jemanden nehme, der im Rollstuhl sitzt, da kenne ich sehr viele Menschen, die können sehr viel tun. Sie sitzen halt im Rollstuhl. Sie bewegen sich anders fort als jemand, der laufen kann. Aber die Frage ist ja, nehme ich mich selber dann stets als behindert wahr? Das ist ja immer sowas von, ja, ich kann eben nicht so viel wie die anderen. Ich bin behindert. Ich bin irgendwie weniger in der Lage, Dinge zu tun wie die anderen. Das macht einfach was mit der Art, wie ich auch über mich, meine Fähigkeiten denke. Oder sage ich, naja, ich bewege mich halt anders fort. Ich laufe halt nicht wie die anderen. Ich sitze halt im Rollstuhl, aber ich komme halt auch von A nach B. Und im Endeffekt, ich glaube, wir sind tatsächlich, Sascha, in dem letzten Podcast, wenn ich mich recht erinnere, auch auf das Thema gekommen, weil ich gesagt hatte, dass wir hier auch einen Sohn haben, der mit Klumpfuß auf die Welt kam. Und für mich war der wirklich nie behindert. Ich hatte diesen Begriff Behinderung überhaupt gar nicht präsent in meinem Kopf. Und ich weiß, dass ich mich so gewundert habe, wenn ich anderen dann davon berichtet habe, so, das ist jetzt die Diagnose. Und als er ganz klein war, wussten wir noch nicht so genau, in welche Richtung geht das. Aber für mich war immer klar, wir machen halt einfach Krankengymnastik, wir machen die Therapie und dann läuft er halt wie jedes andere Kind. Und dann bin ich irgendwann in so einer Facebook-Gruppe gelandet, wo dann andere Mütter von Behindertenausweis oder Einstufung gesprochen haben, wegen Grippeplätzen oder so. Und ich war so total irritiert und dachte mir so, wie siehst du nicht behindert mit einem Klumpfuß? Also für mich war das überhaupt nicht, das tauchte gar nicht zusammen auf. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, dass wir uns unsere Realität einfach auch stark durch unsere Gedanken gestalten. Und natürlich kann es sein, dass man bestimmte Einschränkungen durch bestimmte Dinge hat, die vielleicht auch angeboren sind. Aber wie ich dann darüber denke, das habe ich halt wieder selber in der Hand. Und da halte ich diesen Begriff Behinderung und schon gar nicht Schwerbehinderung für den günstigsten Begriff. Also ich glaube, dass da gäbe es wesentlich günstigere Begriffe, um das zu umschreiben. Absolut, absolut. Ganz kurz mal vielleicht euch da draußen, wir werden jetzt nicht über dieses ganze Thema, wie beantragt man jetzt einen Schwerbehindertenausweis, ich denke, ihr könnt schon erahnen, dass es uns heute jetzt nicht wirklich interessiert, aber natürlich, so wie die Katja auch das gesagt hat, es gibt ja natürlich schon wirklich Fälle, wo man sagt, das macht absolut Sinn, dass ihr dann euch entsprechend diese Vorteile auch holt. Mir geht es heute wirklich nur einfach ein bisschen um dieses Thema, vielleicht aufpassen mit diesem Wording, aufpassen mit dieser Plakette. Ich habe ganz ehrlich immer so ein bisschen im Kopf, wie soll ich denn das sagen? Also ich sage es einfach, wie ich es denke. Wenn man das als Jugendlicher bekommt, obwohl man es eigentlich nicht haben will, weil die Eltern das zu Recht, also wirklich unterstrichen und fett hervorgehoben, zu Recht beantragen als Unterstützung, dass nur durch dieses Wort
er vielleicht gehänselt wird als Behindi. Wie seht ihr das? Ja, ich stimme dir zu. Und ich habe lange Zeit, also gerade in den Anfängen, als ich als Diabetologin gearbeitet habe, tatsächlich auch gar nicht, auch gerade bei Manifestationen des Diabetes, davon berichtet, weil ich selber dachte, oh, das ist vielleicht ungünstig und habe quasi diese Möglichkeit des Ausgleichs vorenthalten, weil ich selber ein Thema mit dem Begriff hatte. Und mein Gedanke war auch, wie ist das, wenn Jugendliche das jetzt hören und ne, jetzt haben sie sowieso eine Erkrankung, das Leben verändert sich komplett, die sind eigentlich gerade dabei, sich abzunabeln vom Elternhaus, alleine loszuziehen, plötzlich werden die wieder behandelt wie rohe Eier und Kleinkinder, weil natürlich die Eltern zu Recht sich Sorgen machen. Und dann kommt noch dazu, und jetzt kriegst du auch noch einen Schwerbehindertenausweis. Ich bin tatsächlich dazu übergegangen, das einfach dann anders zu benennen und einfach zu sagen, also es gibt da einen Ausweis, da gibt es verschiedene Ausgleiche, sei es jetzt sowas wie ermäßigten Eintritt ins Kino, du kannst noch einen Freund irgendwo nehmen, du kannst umsonst Bus und Bahn fahren. Sieh das einfach als Vorteilsausweis und denk dir das Wort weg, weil wir halten mal an dieser Stelle fest, du bist nicht behindert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Schwerbehindertenausweis ist nicht dafür verantwortlich, wie sich jemand fühlt, weil es gibt Jugendliche, denen ist das total egal. Die hören irgendwie nur, ah geil, es gibt Geld, ja, und vielleicht gibt es einen Teil des Geldes, wird mir als Taschengeld ausgezahlt. Ja, also kannst ja alles aushandeln. Ja, wenn du halt 7.400 Euro jährlich absetzt, kannst du auch sagen, kriegst einen Anteil als Jugendlicher vielleicht als Taschengeld, dann finden die das vielleicht sogar eher cool und dann hören die Schwerbehinderung auch gar nicht mehr. Und dann gibt es aber vielleicht welche, die vielleicht gerade mit der Krankheit selber noch so gar nicht im Frieden sind und noch gar nicht zustimmen konnten, von Akzeptanz mal gar nicht zu reden. Wenn dann natürlich noch sowas draufkommt, dann sind die vielleicht empfänglicher, das als negativ aufzufassen. Und das ist mir halt ein extrem wichtiges Anliegen als Kinder- und Jugenddiabetologin, dass Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene oder überhaupt Menschen mit Diabetes sich nicht behindert fühlen, weil das hat Verena gerade so schön gesagt. Wenn wir denken, wir sind irgendwie behindert, dann fühlen wir uns wahrscheinlich benachteiligt und fühlen uns nicht in der Lage, Dinge zu tun. Und dann handeln wir auch entsprechend. Das heißt, wahrscheinlich bleiben wir total unter unseren Möglichkeiten, weil wir haben ja den Stempel, wir sind behindert. Kann ich auch mal als Joker ziehen, ne? Kann auch mal sagen, ah, ich bin ja schwerbehindert, kann ich nicht machen. Also du kannst es wieder in alle Richtungen auslegen. Mir ist nur wichtig, es ist halt tatsächlich das, was du gefühlsmäßig und gedanklich dran hängst, so wie Verena das auch gerade schon gesagt hat. Absolut. Verena, hast du einen Tipp, wie man jetzt eher damit umgehen sollte, wenn man als Elternteil sagt, okay, wir beantragen den? Ist es sinnvoll, einfach dem Kind gar nichts zu sagen? Also wirklich gar nichts? Also ich glaube, das, was Katja gesagt hat, das würde ich auch den Eltern empfehlen, so wie sie es auch macht in der Praxis, weil letztendlich ist gar nichts zu sagen, geht ja wahrscheinlich sowieso nur eine Zeit lang und wenn sie älter werden, irgendwann verstehen sie ja auch mehr oder kriegen das mit, dass man irgendwo ist und man halt irgendwie so einen Ausweis hat, den man irgendwo vorlegt und dann ist es irgendwie schräg, wenn man da nie drüber gesprochen hat. Ja. Deswegen glaube ich, würde ich es schon ansprechen, aber ich würde eben auch ja, ganz klar dazu sagen, dass sie das Wording sozusagen, das hat ja einfach nur irgendjemand sich irgendwann mal ausgedacht. Also wenn man da mal drüber nachdenkt, ne, das ist ja nicht eine Tatsache. Man hat ja einfach nur gesagt, wir nennen das jetzt einfach mal Schwerbehindertenausweis. Hm. Und irgendwann hat irgendjemand anders gesagt, ja, jemand, der Diabetes hat, der ist halt dann auch schwerbehindert. Und letztendlich geht es ja nur darum, dass wir immer versuchen, Dinge irgendwie zu kategorisieren. So funktioniert ja auch unser Gehirn. Das machen wir Menschen grundsätzlich einfach viel. Und das einfach auch dem Kind zu sagen und zu sagen, so, und das bedeutet jetzt aber nichts. Das ist halt ein Wort, denk dir da nicht viel bei. Es hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Du bist nicht behindert. Du kannst ja alles machen. Letztendlich sieh es als Vorteilsausgleich oder Nachteilsausgleich oder als du kannst es als Vorteil nutzen. Such dir irgendein Wort aus, was dir besser gefällt. Nenn es so. Und dann ist gut, ne? Man kann es ja offen kommunizieren. Ich finde, wenn die Eltern letztlich schon einen anderen Umgang damit haben, also das habe ich so bei unserem Sohn gemerkt, dass das einfach auch ganz viel macht, weil ich habe ihn nie als behindert wahrgenommen. Deswegen habe ich ihm auch Dinge zugetraut. Ich bin halt nicht auf dem Spielplatz immer hinter ihm hergelaufen, habe geguckt, ob er nicht doch irgendwo runterfällt, weil ich halt gedacht habe, er ist vielleicht nicht so fit wegen seinem Klumpfuß. Und ich dachte immer, nein, er kriegt das hin, er kann das, weil das auch meine innere Einstellung war, dass ich einfach ihn immer als ja, gesund gesehen habe mit einem besonderen
besonderen Fuß. Und natürlich wird er gefördert und natürlich machen wir alles, was wir tun können, damit er irgendwie stärker wird, dieser Fuß. Aber deswegen sehe ich ihn halt nicht als eingeschränkt ein in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und wenn die Eltern die Kinder nicht so wahrnehmen, wenn sie das nicht so auf diese Krankheit sich nicht so fokussieren, sondern einfach sagen, es ist ja nach wie vor mein Kind. Und ja, es hat jetzt halt einen Diabetes, aber den kann man ja einstellen. Da kann man auch mit Leben lernen, genauso wie man mit einem Klumpfuß Dinge machen kann, damit der sozusagen gut handelbar ist. Ist ja zum Glück bei vielen Sachen so. Dann ist das auch die Einstellung der Eltern, die sich auch auf die Kinder, glaube ich, stark abfärbt, weil die das einfach merken, wie auch ihre Eltern damit umgehen. Und genauso haben sie dann selber auch einen entspannteren Umgang mit ihrer eigenen Erkrankung. Und das würde ich Kindern und insbesondere auch Jugendlichen wünschen, die in so einer Situation sind, dass sie es einfach ja, leichter akzeptieren können. Und ich glaube, wenn Eltern es leichter akzeptieren können und es nicht so hochhängen und sagen, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm, weil man natürlich am Anfang findet man das erstmal doof, ne? Aber dass man dann so dahin kommt zu sagen, okay, es ist jetzt halt so und jetzt machen wir das Beste draus, so, dann ist das auch etwas, was ja für die Kinder sehr wertvoll ist tatsächlich. Werbung. Die Haut ist nicht nur unser größtes Organ, sondern wir sehen auch gleich die Probleme auf der Haut. Trockene Haut, juckende Stellen, rissige Fersen sind nicht nur bei uns Diabetikern ein Thema. Viele schmieren einfach etwas drauf. Dabei gibt es gerade für uns Diabetiker spezielle Pflegeprodukte, wie zum Beispiel die Pflegeserien von Eubos, die den Zustand der Haut verbessern können. Wenn wir sämtliche Warnzeichen der Haut ignorieren, kann es in Einzelfällen auch zu Entzündungen, Infektionen, verzögerte Wundheilung und so weiter führen. Am Ende ist die Haut so gestresst, dass diese wirklich frühzeitig in Altersrente geht. Vermeide es doch ganz einfach. Mit den speziellen Wirkstoffen der Eubos Pflegeserie wie Carnosin oder Lekaktiv kann eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Was heißt jetzt verbessern? Deine Haut wird geschmeidiger und glatter, die Hautelastizität wird erhöht und die Hautbarriere gestärkt. So können Entzündungen und Hautveränderungen vorgebeugt werden. Daher einfach mal die Pflegeserie von Eubos ausprobieren und deiner Haut die Möglichkeit bieten, robuster und widerstandsfähiger zu werden. Du bekommst die Eubos Pflegeserie in deiner Apotheke und wird auch übrigens von Diabetologen empfohlen. Lass dich doch einfach mal beraten. Mehr Infos findest du auf eubos.de oder auf dem Direktlink, den ich in die Shownotes geschrieben habe. Werbung Ende! Absolut. Ja. Also ich denke auch dieses, ja, aber ich habe einen Hund, also deswegen ist es jetzt einfach so ein Thema, wo ich natürlich jetzt nicht der Papa bin. Aber ich denke mir halt auch sehr oft, wie es halt auch die Eltern kommunizieren, aber denen muss ich natürlich auch Rückendeckung geben. Das müssen sie irgendwie auch erst erfahren. Wie sollen wir damit umgehen? Ne? Weil nicht jeder zieht die Dinge aus dem Topf und sagt, ah ja klar, dann reden wir jetzt so darüber. Ne? Das stimmt, ja. Da würde ich mir wünschen, dass es da viel mehr Unterstützung geben würde. Da sind wir wieder an dem Punkt, das ist ja so, Katja, so mein Steckenpferd, dass es halt super wäre, wenn einfach auch Ärzte und andere, die alle im medizinischen Bereich tätig sind, die eben auch an der Aufklärung beteiligt sind von Familien, wo diese Erstmanifestation auftritt, dass da einfach auch viel, viel mehr Aufklärung passiert und die Kommunikation einfach auf eine Art und Weise stattfindet, dass es auch den Kindern oder Jugendlichen und auch den Eltern erleichtert wird, damit umzugehen. Weil es macht einfach auch einen großen Unterschied, ob ich jetzt auch als Arzt sage, ja, ihr Kind ist jetzt schwerbehindert, weil es hat jetzt einen Diabetes. Oder ob ich halt als Arzt sage, so und ihr Kind hat jetzt einen Diabetes, das ist gut behandelbar, so und so können wir das machen, das und das, so sieht es aus. Und ja, sie kriegen diesen Ausweis, damit sie da bestimmte Vorteile haben, aber denken sie sich nicht so viel dabei, dass der eben so heißt, hat sich halt irgendjemand ausgedacht. Ich glaube, das spielt eine große Rolle tatsächlich. Ja. Ja, es ist also, es wäre schön, ich weiß gar nicht, was das für ein anderes Wort, wir haben jetzt vorhin gesagt, so Nachteilsausgleich, ich glaube, Inklusion, ne? Das ist ja eigentlich auch so dieses neue Modewort, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den auch den Namen Inklusionsdingsbums ausweis. Das klingt irgendwie so außerirdisch. Ich kenne mich mit dem Wording da auch nicht aus. Ich weiß nicht genau, was alles unter wie Inklusion definiert ist. Aber letztendlich, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja im Endeffekt um so ein paar ja, Benefits, die ich habe, um auszugleichen, dass ich auf der anderen Seite vielleicht eben auch ein paar Einschränkungen habe, die ich ja durchaus habe. Ich muss ja schon auf meinen Insulinspiegel achten, das ist ja einfach so. Und da habe ich ja schon auch Nachteile im Vergleich zu anderen Leuten, die das nicht müssen. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Von daher finde ich so einen Nachteilsausgleich, finde ich gar nicht so verkehrt. Ist halt ein neutralerer Begriff. Ja. Aber schwerbehindert impliziert ja letztendlich wirklich, dass ich
behindert bin, sogar schwer behindert, dass ich irgendetwas weniger kann als andere. Weil behindert hat ja was mit Hinderung. An was hindert es mich denn tatsächlich? Ja. Ne? Also was würdest du denn sagen, Sascha? An was bist du denn gehindert durch deine Diabetes? Ja, an gar nichts. Ja? Außer, ja. Ja, ne? Ich hänge irgendwo mit meiner Nabelschnur in der Türklinke, dann werde ich am Weitergehen behindert. Ja, ja, aber genau. Ansonsten, ich habe jetzt mal zum Spaß mal eingegeben, ganz kurz, anderes Wort für Behinderung, aber es wird nicht besser. Hemmschuh, Hürde, Blockierung, Obstruktion, Berufsunfähigkeit, also die ganzen Wörter sind eigentlich Kacke. Auch ja. Nicht besser. Ja, ich glaube, wir dürfen generell einfach wachsamer sein über die Begriffe, die wir so benutzen. Auch in anderen Bereichen ist das so. Ich kenne das nur aus meiner Arbeit als Psychotherapeutin, da kann ich das gut verstehen, was Katja vorhin sagte, dass sie das einfach anders nennen. Das mache ich zum Beispiel auch so, wenn ich über Diagnosen wie Persönlichkeitsstörungen aufklären soll. Niemand macht das gerne. Ich kenne keinen Therapeuten, der Patienten jetzt super gerne erklärt, so sie haben jetzt eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder sie haben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber ganz ehrlich, wer möchte denn auch eine gestörte Persönlichkeit haben? Also das ist so ein total beknackter Begriff. Und ich glaube, da hat man einfach irgendwie nicht drüber nachgedacht, als man diese Begriffe mal irgendwann entwickelt hat oder sich darauf geeinigt hat, das so zu nennen. Weil das ist auch totaler Quatsch. Es ist halt auch da einfach eine Besonderheit. Die Persönlichkeitsstruktur ist vielleicht anders, aber die ist doch nicht gestört. Also das ist doch irgendwie, wer sagt denn, dass das gestört ist? Und genauso sehe ich das auch mit behindert. Wer sagt denn, dass das behindert ist? Ne? Ja. Also das ist halt einfach wichtig zu verstehen und sich das klar zu machen, dass das erstmal nicht viel bedeutet. Das ist einfach nur ein Wort. Das ist ein Begriff, den irgendjemand mal irgendwann gewählt hat. Und schnell identifiziert man sich aber mit Diagnosen oder auch mit solchen Begrifflichkeiten. Und dann geht es über in den eigenen Habitus, wie man über sich denkt, was man sich zutraut. Und das ist ja das, worauf wir aufmerksam machen wollen mit dieser Folge heute. Und ich glaube, das ist sehr, ja, wichtig. Und ich bin dir auch dankbar, dass du das aufgreifst, weil ich glaube, das wird nicht oft reflektiert. Ich finde es, ja, so wie, ich glaube, ihr habt es beide jetzt schon, wir können es eigentlich immer wieder wiederholen, dass man, wenn man darüber redet, dass man sagt, ja, es steht drauf, aber ignoriere das jetzt einfach. Genau. Ja, so, und außerdem, ich habe irgendwo was mal gelesen mit schwer in Ordnung Ausweis. Ja, das ist ja cool. Sowas ist cool, weil letztlich labelt es dich ja irgendwie. Also das ist ja tatsächlich wirklich so, jetzt bist du behindert und das auch noch ganz schwer. Und was es ja eigentlich nur ist, es ist ja tatsächlich, also wir haben vorhin mal das Wort Nachteilsausgleich, finde ich auch ungünstig, weil dann ist es ja schon wieder ein Nachteil. Und natürlich kann man sagen, ne, manchmal ist es Pfennigfuchserei mit Sprache und vielleicht ist es ein Nachteil, wenn man Diabetes hat, weil man eben, ne, bestimmte Sachen nicht spontan machen kann, sondern nachdenken darf, weil man vielleicht bestimmte Lebensmittel nicht in dem Moment konsumiert, wo man sie gern konsumieren würde, wenn man denn auf seinen Blutzucker achtet. Also es sind ja gewisse Sachen, aber ob das immer ein Nachteil ist, ist ja auch wieder eine Frage des Wordings. Der eine sieht es als Nachteil, der andere sagt, ach, stört mich gar nicht. Deshalb wäre ja wirklich die Frage, was es ja macht, ist, so bestimmte Versorgung einfach als Ausgleich zu liefern. Ich habe schon gesagt, Ausgleichsrecht, sowas wäre vielleicht was Neutrales. Weil was wie Nachteil impliziert auch schon wieder irgendwas Negatives. Ne? Das ist schon verrückt, dass wir so viel Wording für negative Dinge haben und so wenig positive Sachen uns einfallen. Ja, Versorgungsausweis, aber es klingt jetzt irgendwie aus den 40ern. Ich habe hier meinen Versorgungsausweis. Ja, weil letztlich ist es ja, wenn du mal guckst, was das für Leistungen sind, die eben nach dem Schwerbehindertengesetz enthalten sind, dann sind es Steuerfreibeträge pauschal, es sind Freifahrten, es ist ein vorgezogenes Altersruhegeld, es ist ein besonderer Kündigungsschutz, es ist Zusatzurlaub. Also es ist schon nicht unattraktiv, wenn du weißt, dass dir das zusteht, warum es dann nicht machen? Also wenn du da keinen negativen Gedanken dran hast, hat es tatsächlich ja viele Vorteile, muss man einfach sagen. Ne? Oder auch bei Berufswahl, Schwerbehinderten, Einstellung ist manchmal bevorzugt. Und ganz ehrlich, wenn ich wählen könnte, je nachdem, was es für ein Beruf ist, und wenn du Diabetes nicht als Schwerbehinderung siehst, ist es natürlich dann ein Vorteil, wenn du diesen Ausweis hast. Also Vorteilsausweis ist irgendwie auch doof, aber eher wirklich das mit was Positivem zu verbinden, diese ganzen Vorteile, die dir zustehen, zu sehen und wegzugehen von diesem Gedanken, es hat irgendwas damit zu tun, dass ich als Mensch
benachteiligt, weniger wert bin, weil das ist ja das, was du unter Umständen dran hängst, wenn du sagst, ich bin schwerbehindert, ne, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie weniger wert oder so. Und das ist die große Gefahr und deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig im Wording, ganz früh einfach zu sagen, weißt du, was hat mit dir als Mensch gar nichts zu tun, ist jetzt einfach was, was du als positives Benefit noch kriegst. Kannst jetzt überlegen, möchtest du es haben oder nicht. Ich habe das mit den Jugendlichen manchmal, wenn es dann darum geht, diesen Zusatz H, den kriegst du ja bis 16. Mhm. Und dann wird ja meistens auch nochmal geprüft, willst du den Schwerbehindertenausweis behalten? Das ist ja dann nochmal eine Diskussion, auch vorhin nochmal zu der Frage, ne, sage ich das den Kindern oder nicht? Jugendlichen kannst du das nicht vorenthalten, weil die entscheiden dann irgendwann selber, ob sie den behalten wollen oder nicht. Interessanterweise ist es bei den Jugendlichen, wenn du wirklich so mit denen sprichst, dass du sagst, ganz ehrlich, wir packen mal hier Behindertengeschichte weg, das sind die Vorteile. Ich kenne keinen, der den irgendwie frühzeitig hätte abgeben wollen. Also die meisten wollen den verlängern. Und solange es geht, auch mit diesem Zusatz H, H steht ja für Hilflosigkeit, wo man sagen kann, naja, Kinder sind ja in gewisser Weise immer irgendwie hilflos, weil die brauchen Erwachsene eben zur Versorgung. Aber aus Erfahrung, wenn du das so kommunizierst, wollen die meisten ihn auch tatsächlich behalten. Mhm. Weil du jetzt so schön sagst, so Hilflosigkeit. Im Triathlon siehst du dann auch immer die ganzen Startkandidaten, da steht eben dann auch ne, das H für Handicap oder Hilflosigkeit. Jetzt kommt natürlich das gleich jetzt die Pointe, Hilflosigkeit. Ich kannte, also wenn ich an den Start gegangen bin, da war immer ein Mädel mit, ich müsste der Papa sein, der ist auch so eine Triathlon-Maschine. Und ach, drauf geschissen mit Hilflosigkeit, die Frau ist weggepäst, ja, wo ich gesagt habe, what the fuck? Was macht die? Wo ist dieses scheiß Haar? Ja. Ey, das war dann, das, ey, ich habe die nie geschafft zu knacken. Die war immer vor mir. Immer, wenn ich die schon gesehen habe, sag, diesmal. Und da habe ich echt gedacht, Handicap. Ich habe aber nie die Eier gehabt, aber irgendwann vielleicht sehe ich sie nochmal. Da sag, wir zwei müssen mal reden. Wenn du es mir erzählen willst, erzähl es mir bitte. Aber ich bin schwerbehinderter Diabetiker mit Brille. Was hast du? Ja, und ich weiß, das ist genau der Punkt. Hilflosigkeit, never ever. Die Frau ist eine Maschine. Ja. Oder war. Ich hoffe, sie ist es immer noch. Also wenn du den Podcast hörst, ich hoffe, wir sehen uns auf irgendeinem Wettkampf in der Nähe mal wieder. Aber da habe ich auch gedacht, ja, aber es ist dieses Wort hilflos zum Beispiel. Ne? Das ist es halt auch nicht. Ja, genau, darum geht es ja. Ne? Also einfach sich nicht an diesen Wörtern aufzuhängen, ja. Weil die Bedeutung, die gibst du dem Ganzen. Ne? Wenn du einfach sagst, gut, das steht da halt und dann nehme ich die Vorteile und gut ist, stehen mir ja rechtlich zu, ist ja alles gut. Aber sich mit diesen Wörtern nicht zu identifizieren, sondern sich da einfach von zu lösen. Ich glaube, das ist einfach ja, der Schlüssel, ja. Dass man sich davon nicht negativ beeinflussen lässt und nicht ein, ja, irgendwie ein negativeres Bild von sich erzeugt. Vielleicht ist sie sogar noch Diabetikerin. Ich würde dich wegschmeißen. Hey, wenn du da meinen Podcast hörst, genau dich meinte ich. Genau dich, immer vor mir, echt. Ich habe kein Haar, verdammt. Hätte ich dann mal. Ja, aber ich weiß gar nicht, was das im Ranking macht. Ich glaube, da wirst du separat, glaube ich, auch nochmal irgendwie ein bisschen ausgelotet. Aber mir ging es da um die Leistung, weil ich immer gedacht habe, das kann jetzt irgendwie, weil du dann auch dieses, genau, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, du denkst automatisch innerhalb von ein paar Sekunden, Handicap, die hat eine Behinderung, wieso kann die so eine Leistung abrufen? Weil du einfach im Schädel sagst, nee, es geht doch gar nicht, die ist doch behindert. Das war so innerhalb von Millisekunden, ne? Natürlich habe ich ja gesehen, was die da macht, also da wusste ich, also daran kann es nicht liegen. Ja, und es ist halt, weil wirklich jeder mit Behinderung verbindet wahrscheinlich jeder, wenn du 10 Leute fragst, wird dir jeder was anderes als Bild malen oder beschreiben, was für ihn behindert ist. Das zeigt ja auch wieder, behindert kannst du ja gar nicht richtig irgendwie greifen, weil, weißt du, für den einen ist eine Kleinigkeit, da fühlt er sich schon behindert, für den anderen muss mehr passieren. Das zeigt ja schon, dass es wirklich überhaupt nichts ist, womit du dich identifizieren kannst, weil du es allein schon nicht greifen kannst. Genau. Das ist ja. Schön gesagt. Ach Gottchen. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wir haben ziemlich viel
reingepackt, rausgezogen, zerschnitten und wieder reingestopft. Aber so die Traumbezeichnung haben wir nicht. Haben wir jetzt irgendwas Wichtiges noch, wo wir sagen, das könnte man nochmal irgendwie noch erwähnen oder auseinanderpflücken? Ansonsten, ja gesagt, machen wir den Sack zu, bevor wir da irgendwas komplett zerfetzen. Von meiner Seite nicht. Katja? Von meiner Seite auch nur noch mal wirklich der Appell, ich arbeite ja wirklich mit vielen Kindern, Jugendlichen, an alle Eltern, die das hören. Es ist tatsächlich, wie Verena das auch gesagt hat, die Eltern leben es vor. Und wenn die Eltern Gefühle und Gedanken dazu haben, die vielleicht nicht so förderlich sind für ein positives Mindset und ein gutes Selbstbild bei den Kindern, dann färbt das ab. Also lebt es den Kindern vor. Stellt euch auf den Standpunkt, das ist eine Herausforderung, die ihr zusätzlich habt, so wie andere Familien vielleicht ein Kind mit Asthma haben, ein Kind mit einer Epilepsie haben oder anderen Geschichten. Jeder von uns, ob und krank und gesund wollen wir ja eigentlich sowieso nicht so gerne ins Wording nehmen. Jeder von uns hat seine Themen und seine Herausforderungen. Vermittelt den Kindern wirklich, sie sind großartig, wie sie sind, mit Diabetes, ohne Diabetes. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir übernehmen nicht das, was wir hören, sondern das, was wir vorgelebt bekommen. Und das ist mir nochmal ein ganz großes Anliegen, weil man merkt einfach den Unterschied. Verena, du hast es gesagt, wenn die Eltern entspannt sind, sind auch Kinder und Jugendliche entspannt. Und wenn für die Eltern so ein Wording und so eine Behinderung kein Thema ist, weil es eben keine Behinderung ist, sondern nur ein Wort, dann ist es für Kinder und Jugendliche auch kein Thema. Absolut, das sehe ich auch so. Sehr schön. Dann, meine Lieben, vielen lieben, lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir über dieses, irgendwo Anführungszeichen sensibles Thema mal zu diskutieren, zu besprechen. Ich finde, wir haben sehr schöne Ansätze. Und wenn ihr natürlich mehr über Katja und Verena erfahren wollt, packe ich natürlich alles in die Shownotes, dass ihr auch wisst, wo finde ich die denn, die Ladies. Und sie haben natürlich auch einen eigenen Podcast, ja, die Systemsprenger. Ne, die oder der Systemsprenger? Oh. Hausaufgaben. Die Systemsprenger, genau. Genau, sehr schön. Packe ich natürlich auch in die Shownotes. Auf jeden Fall hörenswert. Und ja, dann würde ich sagen, nochmals vielen lieben Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und wir werden uns bestimmt irgendwann wieder hören. Ja, vielen Dank, Sascha. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Ja, vielen Dank, Sascha und Verena. Auch dir danke. Es ist immer schön, mit euch beiden sich auszutauschen. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke fürs Zuhören. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zuckerjunkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zuckerjunkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog zuckerjunkies.com. Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes. Und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald.